den tollen Redwood-Mammutbäumen, die man dort besichtigen kann. Wenn wir weiter östlich ziehen, in die Shasta Cascade Region, gibt es hier den Mount Shasta, den Lake Shasta und den wirklich ganz tollen Lassen Volcanic National Park. Etwas weiter südlich kommen wir in das Gold Country mit der Hauptstadt Kaliforniens, Sacramento. Und tollen Möglichkeiten für Rafting, gerade auf dem American und Sacramento River. Weiter südlich haben Sie alle schon mal gesehen, die High Sierra mit dem weltbekannten Yosemite Nationalpark. Weiter südlich auch sehr interessant Mammoth Lakes und etwas nördlich gelegen, gerade im Winter meiner Meinung nach, ein sehr schöner Platz für Wintersportmöglichkeiten, der Lake Tahoe. Wenn wir dann Richtung Landesinnere in Central Valley fahren, das ist touristisch weniger interessant, das ist die größte Landwirtschaft in den USA, hunderte von Kilometern mit bepflanzten Feldern. Und wenn wir dann wieder an die Küste zurückkommen, in die Bay Area, natürlich mit San Francisco und mein persönlicher Lieblingsort in Kalifornien, das Wine Country. Nur eine Dreiviertelstunde mit dem Auto Richtung Norden, Sonoma und Napa Valley warten hier. Richtung Süden, der Central Coast entlang, hier sehen wir Big Sur und nach Santa Barbara kommen wir dann letztendlich ins Los Angeles County mit Los Angeles und dann natürlich Santa Monica, da werde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Gleich um die Ecke Richtung Süden, Orange County, mit zum Beispiel Huntington Beach, Surf City USA nennen sie sich, der Surf-Hotspot in Kalifornien, auch für Anfänger gut geeignet, da die Wellen nicht so hoch sind, wie zum Beispiel in der Gegend von Santa Cruz weiter im Norden. Und gar nicht weit entfernt ins Landesinnere befindet sich das Inland Empire, wieder eine ganz andere Vegetation, bergig, und sie können auch dort im Winter Skifahren. Theoretisch wäre es möglich, morgens am Strand zu liegen und nachmittags eben Wintersport zu betreiben. Dann kommen wir in die Deserts Region mit dem Death Valley National Park und der grünen Oase Palm Springs und landen letztendlich ganz im Süden mit in dem San Diego County mit der Stadt San Diego, der sonnenreichsten Stadt in ganz Kalifornien, aufs ganze Jahr betrachtet. Und in diesen ganz unterschiedlichen Landschaften gibt es natürlich eine Hülle und Fülle, wie wir sie teilweise auch gesehen haben, von Aktivitäten, die man draußen machen kann. Entertainment gerade in und um Los Angeles wird ganz groß geschrieben. Tolle kulinarische Erlebnisse, gerade im Wine Country, kann man erleben, und auch im Luxussegment gibt es natürlich tolle Spots und Hotels, die ihre Gäste dort erfahren können. Und was viele vielleicht gar nicht so wissen, auch für Familien gibt es genügend Möglichkeiten, dort Urlaub zu machen. You think kids don't get out and play enough?